bin ich bei Rose Soup Barracuda Dive Team auf dem ProTech-Stand. Neben mir ist die Kerstin. Hallo Kerstin. Erzähl doch mal einfach ein bisschen was von deiner Basis. Ja, wir sind an der schönen Costa Brava am Cap de Creus. Andreas sagt immer, hinter der französischen Grenze gleich links weg und dann bist du schon bei uns. Ja, wir haben die Pepita, das ist ein Boot von einem Fassungsvermögen von 40 Personen. Ganz schön mit Sonnendeck, Toilette und alles Mögliche dabei. Dann bei uns auf der Basis passen bis zu 50, 55 Taucher drauf. Also so viel Kapazität haben wir. Ja. Ihr legt ja auch ganz speziellen Wert auf Familien. Wie sieht das aus, euer Service, den ihr da so anbietet? Ja, Familien sind uns ganz wichtig, da wir selber eine Familie sind. Unsere Kinder waren auch mal klein, jetzt sind sie Gott sei Dank selbstständig und tauchen auch. Und ja, da ist natürlich das Problem. Junge Taucher lernen sich kennen, kriegen dann ein Baby, wohin damit? Ja, wir haben eine Kinderbetreuung, das heißt, wenn Mama und Papa dann endlich wieder Pärchen sein möchten, sind die Kinder bei uns gut versorgt, wir haben eine tolle Spielecke. Ja, und dann können Mama und Papa wieder Händchen halten, tauchen und die Kinder sind bei mir im Office, helfen mir so ein bisschen Paperwork zu machen oder beim Shopping oder wir gehen einfach an den Strand und bauen Sandburgen. Also ein familienfreundliches Tauchen, tolles Angebot. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß hier auf der Messe. Viel Erfolg, tolle Saison. Vielleicht sehen wir uns noch bald. Ja. Ne?